Die Halbfinalpartie der Tennisstars Rafael Nadal und Novak Djokovic wird erst an diesem Samstag beendet. Ihr Match wurde am Freitagabend kurz nach 23 Uhr in London aus Rücksicht auf die Anwohner unterbrochen. Zu diesem Zeitpunkt lag der Serbe mit 6:4, 3:6 und 7:6 vor dem spanischen French Open-Gewinner Nadal. Grund für die Verschiebung war das Marathon-Halbfinale zwischen dem südafrikanischen Tennisprofi Kevin Anderson und dem US-Amerikaner John Isner.